Endlich geht die neue Saison los, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu dieser Partie. Erster Spieltag, endlich wieder Fußball. Die Fans freuen sich auf die neue Spielzeit, wir auch. Und in der heutigen Partie heißt es Liverpool gegen den PSV Eindhoven. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen, die Bälle scharf reinzubringen. Vor dem eigenen Tor Beton anrühren, Buschi. Vorne vielleicht auf die ein oder andere Chance hoffen. Das wird wohl heute Ihre Taktik sein, oder? Es sieht ganz danach aus, Wolf. Das kennen wir ja auch von Ihnen. Das machen Sie immer wieder sehr effektiv. Und wir gucken, ob es heute wieder klappt. Wurde Anfield eröffnet und seither wurde hier immer und immer und immer wieder Fußballgeschichte geschrieben. Nicht nur das, Wolf. Anfield ist Fußballgeschichte. Für mich eins der legendärsten Stadien der Welt. Der FC Liverpool hat im Moment hohe Ziele. Man will wieder an die Spitze. Aber ob es klappt? Wird spannend. In der Premier League passiert so unglaublich viel. Es wird Geld ohne Ende investiert. Da haben es die Reds nicht leicht. Die Reds haben Anstoß. Wird's jetzt gefährlich? Die Defensive steht. Hendrix. Luc de Jong. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Das könnte gefährlich werden. Da passt er auf. Ball im Aus. Klasse Einsatz. Wird Einwurf geben. Anderson. Wird das seine Torchance? Und jetzt die Unterbrechung. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden. Das könnte was Schlimmeres sein. Der verletzte Spieler hat jetzt das Spielfeld verlassen. Und die Partie wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Nee, den Ball trifft er nicht so. Das könnte sein. Was für ein Tor! Ein überragender Schuss. Da hat alles gepasst. Das war ein toller Schuss aus der Distanz. Den hat der Keeper spät gesehen. Und den hat er super getroffen. Und eigentlich müsste sich ja herumgesprochen haben, dass er aus dieser Entfernung brandgefährlich ist. Was für ein Schuss aus so einer Entfernung. Was für ein Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Klasse Aktion, Ball ist weg.
Da müssen sie aufpassen. Das könnte gefährlich werden. Und jetzt die Chance. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Gut gemacht, der spielt den Ball per Kopf weiter. Brennett. Da müssen sie aufpassen jetzt. Das könnte die Chance werden. Fängt diesen Ball ab. Und er gewinnt den Zweikampf. Und Firmino. Der Steilpass, gefährlich, Firmino. Mané, die Chance. Super gemacht vom Torwart, er lenkt den Ball drüber. Ecke Liverpool. Die Ecke kommt. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Einer der Spieler scheint sich hier verletzt zu haben. Und deswegen unterbricht der Schiri auch kurz das Spiel. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Emre Can. Gibt jetzt die Gelegenheit. Den hält er super. Liverpool jetzt mit der Ecke. Der war zwar recht lange unterwegs, der Ball, aber den musst du trotzdem erstmal halten. Der Ball war lange unterwegs. Gut pariert. Ecke kommt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Und da ist der Ball wieder weg. Den muss er zum Torwart zurückspielen. Matip. Wie sieht das Wetter aus, Uschi, heute? Nimmt das Einfluss aufs Spiel? Ja, also ist schon möglich. Der Ball wird bei Regen natürlich schnell und da rutscht einem Torhüter auch gern mal einer durch. Also die beiden Keeper müssen höllisch aufpassen. Luc de Jong. Sie kommen jetzt über außen. Zieht ab. Boah, was für eine Chance. Aber kein Tor, das gibt's doch gar nicht. Das sah alles nach dem Ausgleich aus. Wijnaldum. Liverpooler Platz. Hereingabe kommt lang. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Sehr gute Gelegenheit eigentlich, aber klar vergeben. Die Flanke war richtig gut. Leider die Ballabnahme nicht so wirklich. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Firmino. Geht. Gut zum Ball, forstet ihn weg. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht.
Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand.